Willkommen zurück zu einer weiteren wunderbaren Folge Fallout 4. In der heutigen Folge geht es endlich nach Diamond City. Ja, legen wir los. Ah, das hier ist, glaube ich, Hangman's Alley. Das ist auch eine Siedlung. Das hat weh getan. Boah, die Zeit, du bist ja mega overpowered, Alter. Also hier unter 20% Leben sind, die Zeitlupe kickt ihr übelst rein. Na gut, hier mal auf jeden Fall erstmal noch nichts. Müssen wir erstmal eine Route dann hier herstellen. Macht gerade relativ wenig Sinn, jetzt irgendwas rumzumachen, rumzubauen. Schau mal, die haben die Supermutanten besiegt. Die Diamond City Wache. Hi. Keine große Lust auf einen Kampf gegen Mutanten, was? Ach, kann ich dir nicht verübeln. Tja. Ich hätte ja geholfen, aber ich musste noch ein Ort säubern. Hey. Ja, Sir? Die Mods müssen wir auch mal wieder ablegen.
so bodenlos viel Zeug wieder. Gerade aber gesehen, wir haben hier Metallrüstung, wo wir plus 1 Charisma und Intelligenz bekommen. Alter, das muss ich eigentlich schon ausrüsten. Das ist extrem gut. Oh Gott. Oh Gott. Ach. Scheiß Minen, Alter. Du suchst Diamond City? Folge einfach den Zeichen. Ja, die hätte ich fast nicht gesehen. Aber nur fast. Entschuldigung. Gibt verschiedene Läden in der Stadt, falls du was brauchst oder loswerden willst. Die Fan Street Kanalisation. Immer noch die Schlamm mit. Ja, das können wir immer noch danach machen. Ich will jetzt endlich mal nach Diamond City rein. Hallo. In der Stadt haben wir sauberes Wasser. Was Besseres wirst du im ganzen Commonwealth nicht finden. Da ist er ja. Völlig schutzlos in der Gegend. Ich habe Befehl, dich nicht ranzulassen, Piper. Tut mir leid, ich mache nur meinen Job. Du machst nur deinen Job. Diamond City zu beschützen heißt also, mich draußen zu halten, ja? Oh, ich liebe sie. Das ist die furchteinflößende Reporterin. Tut mir wirklich leid, aber Bürgermeister McDonough ist stinksauer, Piper. Er meinte, dass der Artikel, den du da geschrieben hast, nur aus Lügen bestünde. Die ganze Stadt ist in Aufregung. Los, mach sofort dieses Tor auf, Danny Sullivan. Ich wohne hier. Du kannst mich nicht einfach aussperren. Du da, du willst doch nach Diamond City, oder? Digga. Was? Wer bist du? Psst. Spiel einfach mit. Was hast du gesagt? Du bist ein Händler aus Quincy? Und du hast genug Waren, um den ganzen Laden für einen Monat zu versorgen? Hast du das gehört, Danny? Machst du jetzt das Tor auf und lässt uns rein?
Oder willst du dieser irren Myrna erzählen, dass ihr wegen dir Vorräte für einen Monat durch die Lappen gegangen sind? Na gut. Kein Grund, gleich so bösartig zu werden, Piper. Einen Moment. Geh besser schnell durch das Tor, bevor Danny kapiert, dass wir ihn verarscht haben. Du zuerst. Nur zu gerne. Ich habe Sullivan gesagt, dass er das Tor für dich nicht aufmachen soll. Du hinterhältige, aufrührerische Verleumderin! Diese Ansammlung von Lügen in deiner Zeitung. Unglaublich! War das eine offizielle Ankündigung, Bürgermeister McDonough? Diktatorischer Bürgermeister lässt Presse ausschalten. Warum fragen wir nicht den Neuankömmling? Was sagst du zu freier Presse? Der Bürgermeister will die Redefreiheit nämlich abschaffen. Presse- und Meinungsfreiheit waren mir immer wichtig. Und das zu Recht. Ein echtes Medium für das Volk. Oh, ich wollte dich nicht in diese Auseinandersetzung hineinziehen, Kollege. Nein, ganz und gar nicht. Du siehst aus, als würdest du wunderbar nach Diamond City passen. Willkommen im großen grünen Juwel des Commonwealths. Sicher, glücklich, ein wunderbarer Ort für einen Besuch, für einen Einkaufsbummel oder um sich niederzulassen. Und lass dir von diesem Schmierfink da bloß nichts anderes einreden, ja? Worüber streitet ihr beiden eigentlich? Was glaubst du? Wenn man Lügen druckt, sind alle glücklich. Aber wenn man die Wahrheit druckt... Also bist du aus einem bestimmten Grund in unserer Stadt gekommen? Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Das ist der sicherste Ort im ganzen Commonwealth. Mit der stärksten Gemeinschaft und dem höchsten Lebensstandard. Wir haben Geschäfte, Ärzte, Schulen, eine funktionierende Stromversorgung, fließend Wasser und die Mauer als unseren heiligen Beschützer. Du wirst schon bald mehr über die Mauer erfahren, da bin ich mir sicher. Aber eigentlich hatten wir ja über dich gesprochen. Also, was hat dich hierher verschlagen? Kleiner Funfact kurz zu der Piper. Die wird in der deutschen Stimme gesprochen von der Lara Trautmann, aka Lara Loft. Die sollte man kennen. Die hat, glaube ich, auch die... wie hieß die? Den Rittersporn, seine Freundin aus The Witcher 3. Die hat sie, glaube ich, auch gesprochen und sie hat ja auch das Lied, glaube ich, gesungen dort. Und sie war ja auch schon oft bei Gronk, die hat schon so viele Sprecherrollen. Die hat ja auch Dragonborn Combs schon dutzende Male gesungen. Man sollte sie kennen. Lara Loft, bin ich mir ziemlich sicher. Ganz tolle Person. Vermisste Person. Ich bin auf der Suche nach jemandem. Du suchst jemanden? Wen denn? Mein Sohn. Sean. Er ist nicht mal ein Jahr alt. Moment, dein Sohn ist verschwunden? Hast du das gehört, McDonough? Was wird die Diamond City Sicherheit tun, um diesem Mann zu helfen, hä? Das ist ja nicht der erste Fall, dass eine Person verschwunden ist. Und jetzt wurde ein kleines Kind entführt. Hör nicht auf sie. Zwar können unsere Sicherheitsleute nicht jedem Fall nachgehen, der gemeldet wird, aber ich bin sicher, dass du hier Hilfe finden wirst. In Diamond City gibt es jede nur erdenkliche Dienstleistung. Einer unserer großartigen Bürger wird bestimmt die Zeit finden, dir zu helfen. Der Bürgermeister einer großen Stadt kennt doch sicher jeden. Wer kann mir helfen? Nun, es gibt da einen Mann, Nick Valentine. Eine Art Detektiv, der sich darauf spezialisiert hat, Leute aufzuspüren. Meistens wegen irgendwelcher Schulden und so weiter. Oh, so, jetzt muss ich aber los. Es tut mir leid, dass die Diamond City Sicherheit keine Zeit hat, dir zu helfen, aber ich bin sicher, dass Mr. Valentine vernünftige Preise hat. Das ist doch lächerlich. Die Diamond City Sicherheit kann nicht mal einen Mann entbehren, um zu helfen? Ich will die Wahrheit, McDonough. Was ist der wahre Grund dafür, dass die Sicherheitsleute nie den Entführungen nachgehen? Ich habe jetzt genug davon, Piper. Du und deine kleine Schwester sind hiermit offiziell verwarnt. Ja, red nur weiter, McDonough. Mehr kannst du ja auch nicht. Ich bin beeindruckt. Es ist nicht so einfach, McDonough Informationen zu entlocken. Warum kommst du nicht mal in meinem Büro vorbei, wenn du bei Valentine warst? Ich glaube, ich habe gerade meine nächste Story gefunden. Die Story des Jahrhunderts.
Ich feiere die Piper. Du bist Sullivan, oder? Du bist also der Händler, von dem Piper gesprochen hat, ja? Irgendwie glaube ich, dass sie mich wieder reingelegt hat. Habe ich recht? Ich wollte dich nicht anlügen, aber es ging alles so schnell. Oh, na klar. Es ist so schnell passiert, dass du jeglichen menschlichen Anstand vergessen hast. Hat dir deine Mutter nicht beigebracht, dass man ehrlich sein soll? Oha. Wie dem auch sei. Willkommen in deinem Leben. Er wird persönlich. Ich muss jetzt wieder an die Arbeit. Digga, todespersönlich. Und sein Frichtdachs. So, das erste Mal Diamond City. Zieht euch warm an, Leute. Das ist also das berühmte Diamond City. Ich hatte eher ein Juwel als eine staubige Basis erwartet. Zivilisation im Ruhzustand, wenn man so will. Ich lieb's. Wie verkauft sich die Zeitung? Naja, die Presse läuft auf Hochtouren. Der Motor wird bald den Geist aufgeben, wenn wir ihn nicht ersetzen. Ach, das sagst du schon seit Wochen und das Ding läuft noch. Mach dir nicht dauernd so viele Gedanken. Ich muss ins Büro. Ruf mich, wenn du wütende Politiker auf dem Weg zu uns siehst. Warum? Stimmt was nicht? Piper? Wir reden weiter, sobald ich mich vorbereitet habe. Piper? Die All-Faith-Kapelle. Erst in die Kapelle gehen. Ich weiß nicht so genau, zu welchem Gott ich beten soll. Der Pastor meint, das wäre nicht wichtig. Schön, jemand Neues in der Kapelle zu sehen. Und, kommst du so weit in Diamond City zurecht? Mir geht's gut. Dunga. Danke der Nachfrage. Aber gerne. Ich hoffe, die Leute machen es dir nicht allzu schwer. Ich weiß, dass es hier als Fremder recht schwierig sein kann. Wenn du also mal einen Ort brauchst, um dich hinzusetzen und über den Allmächtigen nachzudenken, in welcher Form auch immer du an ihn glaubst, steht dir die Kapelle immer offen. Ist die Kapelle nicht einer bestimmten Glaubensrichtung geweiht? Nein. Solange du überhaupt an irgendetwas glaubst, bist du hier immer willkommen. Diamond City ist voll von Leuten, die sich ein besseres Leben aufbauen wollen. Ich möchte nur nicht, dass sie darüber vergessen, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Deshalb ist die Kapelle auch rund um die Uhr geöffnet und steht jeder Glaubensrichtung offen, solange sie friedlich ist. Das finde ich sehr schön. Danke, Pastor. Fühl dich hier ganz wie zu Hause. Das ist wirklich eine ganz noble Sache. Das ist ganz wichtig. Jeder Mensch darf an das glauben, was er will. Sollte niemanden aufgrund seiner Ethnie, Religion oder sonst was verurteilen. Sowas sollte selbstverständlich sein. Was es leider heutzutage immer noch nicht ist bei vielen Menschen, Länder. Hey du, hab hier jede Menge Brahmin-Fleisch am Haken. Moment, was ist das für ein Fleisch? Hast du noch nie einen Brahmin gesehen? Doch. Groß, dumm, vier Beine und zwei Köpfe. Groß, dumm. Das einzige Rindvieh, das es noch gibt. Alles kommt frisch von der Farm der Cotnans. Manchmal bekommen wir auch komisches Zeug von den Karawanen rein. Komisches Zeug? Noch komischer als Fleisch von zweiköpfigen Kühen? Ja, du Traumprinz. Noch komischer als das. Meierlurk, Bläfliege, Red Hill. Alles schon gegessen. Alles Eiweißlieferanten, oder nicht? Und im Commonwealth darf man nicht wählerisch sein. Zeig mal, was du so hast. Denk dran, je blutiger, desto besser. Ja. Köderkeule. Das ganze Zeug haben wir ja selber auch schon. Alter, die will 80 Kronkorken für ein Stück Redhirschfleisch. Junge, also man kann auch ein bisschen übertreiben, ne? Für ein Stück. Das ist ja bodenlos. Wenn irgendwer in Wahrheit eins von diesen Dingern ist, dann seine Sekretärin. Sie und ihre perfekte Frisur. Die Sekretärin des Bürgermeisters. Komm schon mal. Ich schneide ihr die Haare und ich erkenne menschliches Haar. Aber das ist es doch, Johnny.
Dir würde der Unterschied überhaupt nicht auffallen. Wenn du McDonough mit deinem Rasiermesser schneiden würdest, würde er bluten. Das hat gar nichts zu sagen. Hier bei uns nennen wir deinen Haarschnitt den Plünderer Spezial. Die kleinen Blutflecken geben dem Ganzen eine persönliche Note. Wäre vielleicht mal wieder Zeit für einen neuen Schnitt. Welche Möglichkeiten habe ich? Alles ist möglich. Glatze, lange Haare, kurze Haare, Zöpfe, Stufen. Ja, es ist leichter, wenn ich es dir einfach zeige. Ich habe hier einen leeren Stuhl, der nur auf dich wartet. Ja, können wir ja machen. Okay, dann setz dich mal. Das können wir ja mal machen. Schnitte, die halten Tage. Ja, sogar Wochen. Dankeschön. Das Zentrum des Handels in ganz ein Diamond Patient. City, das sind wir. Das heißt, eine neue Akte anlegen. Hast du ein echtes medizinisches Problem oder bist du wegen einer Gesichtsoperation hier? Gesichtsoperation? Was ist das denn? Das ist das Spezialgebiet von Doc Crocker. Red mit ihm, wenn du daran Interesse hast. Geh einfach durch die Tür mit unserem Logo drauf. Ach, das ist... Wenn du ein echtes medizinisches Problem hast, dann lass hören. Der Doc Crocker, das ist hier der Mörder. Der ist ja, glaube ich, Mörder gewesen. Was sind hier so die üblichen Behandlungen? Die meisten Fremden wollen, dass ich ihre Verletzungen verbinde oder sie von Strahlung befreie. Oder dass ich ihnen helfe, von den Camps loszukommen. Ja, momentan brauche ich nichts. Und klauen tun wir natürlich nichts. Wir sind ein anständiger Bürger. Tu dir einen Gefallen. Nani, ich hab mich geguckt, Mongo. Mir versteht er sowieso nicht. Was willst du damit sagen? Nani, ich hab's gehabt. Erzähl mir einen Witz. Nani, ich hab's gehabt. Digga. Ja? Bodenlos, Alter. Oha, Alter, für eine Snudelschale 32 Kronkorken. Bro. Das ist bodenlos. Hab ich ein Wasser dabei? Ja. Der Doktor sagt, ich. Ach, eine Nuka-Cola will er auch noch haben. Wir auch richtig wählerisch hier. Darf keinen Schnaps mehr trinken. Ich brauche eine Nuka-Cola. Hey, Sheffield. Nuka-Cola. Oh Mann. Hast du einen Roboter-Butler? Sowas hätte ich auch gerne. Roboter-Butler. Du da, du brauchst ein echtes, handgefertigtes Original-Hickory-Schlagholz. Was ist ein Schlagholz? Ein Neuling, was? Ein Schlagholz ist eine echte Tradition in Diamond City. Früher war das alles hier mal ein Stadion. Es haben sich zwei Teams getroffen und ein Spiel namens Baseball gespielt. Ein Team hat das andere mit sogenannten Baseballschlägern totgeprügelt. Und die besten Schläger wurden Schlaghölzer genannt. War wirklich so.
Hey, du Trottel, so wurde Baseball ganz sicher nicht gespielt. Ach ja, du Schlauberger, wenn du so ein Experte bist, wie wurde es denn deiner Meinung nach gespielt? Es gab Bälle, Strikes, drei Bases und Home Runs. Und Punkte gab es für die Spieler, die es bis zum Schlag mal geschafft haben. Genau. Und nicht dieser Unfug, dass Leute zu Tode geprügelt wurden. Mir gefällt meine Version besser. Und kann ich dich für ein echtes, handgefertigtes Hickory-Schlagholz begeistern? Hast du Arbeit für mich? Hm. Wenn du was für den Sport tun willst. Ich weiß, wo es ein paar Sammlerstücke aus Vorkriegstagen gibt. Trainer, aufgeben ist für Penner Westing. Hatte ein Anwesen nicht weit von hier. Angeblich soll er zu seiner Pensionierung von der Liga drei Geschenke bekommen haben. Einen Baseball, einen Fängerhandschuh und eine Baseballkarte von allen anderen Trainern unterschrieben. Du kannst dir vermutlich schon denken, was jetzt kommt. Ich zahle dir für jedes dieser Relikte 100 Kronkorken. Was sagst du? Boah, dann müsste ich jetzt erstmal Traubenminder zu mir einwerfen. Sekunde. 100 Kronkorken ist ein bisschen wenig. Ich will mehr. Mir gefällt, wie du denkst. Sagen wir 125 Kronkorken. Was meinst du? Bitte. Dir gehört ein ganzer Laden. Da ist doch sicher mehr drin. Da kriegst du ja einen richtig feurigen Blick. Okay. 150 Kronkorken pro Stück. Aber dann will ich auch Ergebnisse sehen. Einverstanden? Du willst mich über den Tisch ziehen, Mo. Komm schon. Zeig mir, dass es dir ernst ist. Oh, wenn Eisaugen Julie jetzt nur deinen Blick sehen könnte. Gegen dich hätte vermutlich nicht mal sie eine Chance. Du hast gewonnen. 200 Kronkorken, aber das ist mein letztes Wort. Also, einverstanden? Alright. Eine Karte, ein Handschuh, ein Ball. Verstanden. Ich danke dir. Und der Baseballsport dankt dir auch. Hey, Mo. Das sind nicht einfach nur alte Holzstücke. Klar, ich schau's mir an. Der Rockwell Slugger. Um 40% reduzierte Aktionspunkte kosten. Den hole ich mir. Den will ich haben, Blöd. Du bist der Neue, stimmt's? Der Neue? Ja, was soll ich sagen? Neuigkeiten sprechen sich schnell rum in Diamond City. Ich bin Arturo Rodriguez. Wenn du was zum Selbstschutz brauchst, bist du bei mir richtig. Du kennst dich also mit Waffen aus, was? Pass auf, ich kann dir Knarren, Schwerter, was auch immer verkaufen. Und die werden dir helfen, am Leben zu bleiben. Aber das Geheimnis bei Waffen liegt in den Mods. Die verleihen dem Ganzen erst die persönliche Note. Schraub ein Zielfernrohr dran, vergrößere das Magazin, was auch immer. Wenn du dir Zeit für deine Ausrüstung nimmst, bist du auf alles vorbereitet. Naja, wie dem auch sei, reden wir übers Geschäft. Was brauchst du? Ich habe ein paar Minuten, um mir dein Angebot anzusehen. Vergiss nicht, auch Munition zu kaufen. Der Big Boy. Feuer ein zusätzliches Geschoss ab. Man muss sich überlegen, das Teil schießt halt dann wirklich zwei Mini-Atombomben auf einen Schlag ab. Das ist schon ordentlich. Die Old Faithful verursacht doppelten Schaden, wenn das Ziel volle Gesundheit besitzt. Boah, das würde ich eigentlich auch schon gerne mitnehmen. Was hast du denn sonst noch so? Das ist wieder eine Manual-Karabiner. Gewehr. Kettenklinge. Eigentlich erstmal nur die Old Faithful.
sonst noch irgendwas? Reduziert den durch Supermutanten verursachten Schaden um 15% und um Menschen verursachten Schaden um 15%. Das werde ich mir auch noch holen. Sobald ich die Kohle noch ein bisschen besser passen wird. So machen wir das. Ja, konnte ich aber gut runterhandeln. Runterdrücken den Preis mit ein paar Sachen, die wir verkauft haben. Diamond City Surplus. Alles, was du brauchst. Du, ich kenne dich nicht. Also bleib weg von mir. Warum? Weil ich dich nicht kenne und ich werde keinen Zünd bedienen, der sich als Mensch ausgibt. Also bist du einer? Ein Mensch? Synth? Was ist ein Synth? Ein Synth eben. Eine synthetische Person. Diese Dinger, die das Institut herstellt. Sieht echt aus. Mit Haaren, Schweiß, Blut, mit allem drum und dran. Also, bist du ein Mensch oder nicht? Ich bin so menschlich wie an dem Tag, an dem ich geboren wurde. Du siehst schon aus wie ein Mensch, aber ich behalte dich besser im Blick. Ich habe Augen wie ein... Nun, sie sind jedenfalls sehr gut. Verstanden? Okay, wir können handeln. Aber kein Blödsinn, verstanden? Dann lass mal sehen, was du so hast. Hier ist unser Angebot. Die hat einen Todeskrallenhandschuh. Das denke ich mir. Armee-Rucksack, Ödländer Brustteil, plus 1 Beweglichkeit und Wahrnehmung. Ja, die verkauft dir die fetten Ladungen. 50 Kupfer haben wir hier zum Beispiel. Oh, ich freue mich, wenn wir schnell reisen können, wenn wir überladen sind. Dann wird hier so fett gehandelt, Alter. Und so fett Kohle gemacht. Das wird sexy bexy, Alter. Freu. Okay. Vintage, Buffout, Stimpax, Chad. Alles für einen ausgeglichenen Tag. Ich habe hier nur die besten Camps, Bruder. Ich suche einen Job. Hast du was für mich? Ja, ich hab was. Ich suche nach mutiertem Farn, falls du da also was findest. Ich hab gehört, dass er in der Nähe des Waldsumpfs wächst. Ist ein natürlicher Strahlungsfresser. Wäre super für die Herstellung von Radix oder Radaway. Wenn du noch ein bisschen was drauflegst, könnte ich Interesse haben. Okay. Wie wär's mit 125 Kronkorken? Komm schon, es soll sich doch auch für mich lohnen, Solomon. Du verhandelst echt knallhart. Na gut, 150 Kronkorken. Ich verschwinde jetzt, wenn du mir kein anständiges Angebot machst. 200, mehr kann ich nicht zahlen. Ich schwör's. Mutierter Farn klingt gut. Cool. Bring eine mutierte Farnblume zu Solomon. Für eine einzige Blume 200 Kronkorken rausgehandelt. Das ist schon ordentlich. Das können wir dann auf jeden Fall erledigen. Waldsumpf. Das sind die Baseballkarten und hier gibt es den mutierten Farn. Das können wir beides eigentlich easy go hinholen.
Ein Neuankömmling, was? Sprich mit Abbott an der Mauer, wenn du eine Geschichtsstunde willst. Lasst euch nicht umlegen. Triff Abbott bei der Mauer. Die Schule. Zeit für einen kleinen Test. Aber Mr. Zwicky, bist du nicht ein bisschen alt für die Schule? Und seitdem haben wir eine Menge gelernt. Dieses Wissen wollen wir jetzt mit einem Test festigen. Aber ich bin müde. Ich erkenne bei allen unseren kleinen Gelehrten einen hohen Grad an Erschöpfung. Vielleicht kann der Test doch warten? Na gut, Sie haben gewonnen. Wir machen den Test später. Juhu! Oh, wow, du bist aber groß. Wusstest du, dass ein Brahmin wegen der Strahlung zwei Köpfe hat? Das stimmt wirklich. Ah, es ist jemand Neues zu uns gestoßen. Stellen wir einmal ihre Rechenfähigkeiten auf die Probe. Was ist 12 mal 15? Es ist die Wurzel aus... wen interessiert er? Achten Sie darauf, was Sie vor den Kleinen sagen. Ich sehe schon, Ihre Eltern haben Ihnen nicht den Wert von Bildung. Ach komm, ich Familie konnte mir nicht. Oder? Diese Liebe, von der die Kinder sprechen, ich glaube, Gott, sie brauchen sie, um lernen zu können. Ich glaube, man muss ihnen nur das Gefühl geben, dass die Welt nicht jede Sekunde um sie herum einstürzen könnte. Ja, ich schätze, es ist nicht möglich, ein Kind großzuziehen, wenn der Himmel einstürzt. Ich habe noch eine Frage, bevor Sie gehen. Es ist kein Test. Ich habe nur nicht so oft die Gelegenheit, mit Erwachsenen zu sprechen. Diese Liebe, von der ich immer wieder höre, kann man die auch für jemanden empfinden, selbst wenn die Person ganz, ganz anders ist als man selbst? Von wem redest du? Niemand. Stellen Sie sich einfach vor, der eine ist groß, gut aussehend und klug. Und die andere ist sanft, aber etwas metallisch. Wenn man jemanden liebt, sollte man die Person festhalten. Morgen könnte sie nämlich schon fort sein. Ich danke Ihnen. Sie haben mir geholfen, bei einer wichtigen Sache eine Entscheidung zu treffen. Oh, Mr. Zwicky, Sie sehen wenn so wenn du Wasser von draußen aus dem Commonwealth bringst, wirst du krank. Das hat mir mein Freund Cheng erzählt. Hier mit all den Schülern allein lassen? Das würde ich ihm nie antun. Sie sind immer zu besorgt. Mir geht es gut. Ja, natürlich. Manchmal machen Ach, sie steht auf den Lehrer. Das mache ich am liebsten. Ein Reisender. Tut mir leid, Sie sind hier falsch. Das hier ist eine Schule, kein Laden. Entschuldigung. Ich wollte nicht stören. Schon in Ordnung. Es kommen hier nur oft Leute aus Versehen vom Markt rein. Das lenkt die Kinder immer wieder ab. Das hier ist aber ein öffentliches Gebäude. Sie können sich also ruhig umsehen. Aufgepasst. Wenn Henry und Sally 4 Butterbeeren haben und sie jede davon in 4 Stücke schneiden, wie viele Stücke haben sie dann? 16. Das ist einfach. Aber was, wenn Henry und Sally 20 Stücke haben, aber jede Mutterbeere nur in 4 Stücke schneiden? Wie viele Mutterbeeren hatten sie am Anfang? Sie hatten 20, geteilt durch 4, 5. Sie hatten 5. Sehr gut. Ich sollte lernen. Ich habe gehört, dass es im alten Theaterviertel eine Bar nur für Raider gibt. Das Combat Zone. Die interessiert mich ein Scheiß, Alter. Jetzt los. Keine Bewegung, Zünd. Was hast du mit dem echten Riley gemacht? Wo ist mein Bruder? Ich schwöre, ich bin kein Zünd. Nicht schießen, um Himmels Willen. Wir sind eine Familie. Nimm die Waffe runter, sofort. Er ist ein Zünd. Er wird uns alle töten. Geil, oh mein nein. Gott. Okay, die Show ist vorbei. Es gibt keine Zünds in Diamond City, hört ihr? Nur euch und eure scheiß Paranoia. Du Scheiße. Sir, irgendetwas Gutes gefunden. Hey. Er hatte eine Waffe auf mich gerichtet. Mein eigener Bruder.
Was ist passiert? Ich bin kein Sünd. Ich hab's ihm gesagt, immer wieder. Warum hat er mir nur nicht zugehört? Ich brauche eine Minute. Zurücktreten, Plünderer! Ich verstehe, Officer. Ich wollte nur wissen, was passiert ist. Hörst du schlecht? Ich sagte, verschwinde von hier. Sofort. Digga, chill doch mal. Da steht ihr da alle noch rum. Kümmert euch endlich um euren eigenen Scheiß. Hallo. Warst du schon mal hier? Ja, schon oft. Wirklich? Okay. Ich wollte euch einmal hier. Ich will dich trotzdem nochmal daran erinnern, dass Fallons kein Wohltätigkeitsverein ist. Wenn du Kleidung haben willst, musst du dafür bezahlen. Hast du Probleme mit Ladendieben? Nichts, womit ich und meine Schrotflinte nicht fertig werden. Jetzt, wo wir das geklärt hätten, willkommen bei Fallons. Ich zeig dir gerne, was wir alles auf Lager haben. Fallons Keller. Interessanter Name. Ja, der ist schon richtig alt. Es gab hier schon vor dem Krieg ein Fallons. Mein Opa meinte, dass wir unseren Kunden traditionell schon immer Qualität zu erschwinglichen Preisen geboten haben. Aber erschwingliche Preise sind wohl für einige Leute immer noch zu viel. Verfluchte Diebe. Und die Diamond City Sicherheit unternimmt nichts. Warum hilft dir die Diamond City Sicherheit nicht? Mein Mann wurde entführt, okay? Vom Institut. Die Sicherheit wollte nichts unternehmen. Ich habe Stress gemacht und jetzt stehe ich auf deren schwarzer Liste. Dein Mann wurde vom Institut entführt? Naja, er ist zumindest nicht mehr hier, aber ist ja auch nicht so, als würde das Institut groß Spuren hinterlassen. Abgesehen von diesen verdammten Sins. Was weißt du über Sins? Nur, was in der Zeitung steht. Das Institut baut sie und sie sehen aus wie Menschen. Manche sogar so echt, dass man sie von richtigen Menschen nicht mehr unterscheiden kann. Aber ich hatte Glück. Das Institut hat meinen Charlie entführt, sich aber nicht die Mühe gemacht, ihn zu ersetzen. Klar, ich schau's mir an. Ein zahlender Kunde. Endlich. Schau mal, sie verkauft ja auch die anderen Champion-Sachen. Chemikalienschutzanzug haben wir ja schon. Bodenlos teuer. Aber wir brauchen nichts. Das ganze Zeug können wir uns irgendwann immer noch alles holen, wenn wir deutlich mehr Chromkorken haben. Ein Bier und meine Hausschuhe. Mehr will ich nach dem Dienst gar nicht. Manchmal muss man sich echt fragen, wehrt sich denn überhaupt noch jemand? Das Institut muss doch Feinde haben, oder? Was? Meinst du die Railroad? Das ist doch nur ein Märchen, Mann. Die gibt es gar nicht. Nee, ich habe das von einem Cousin gehört. Er kennt jemanden, der für die arbeitet. Die haben eine Parole und so weiter. Folge dem Freedom Trail. Was zur Hölle soll das denn heißen? Du redest nur mit der Weg zur Freiheit. Holen dich noch die Sins. Die Railroad. Myrnas Haus. Ach, das ist die Schrottlady gewesen. Stimmt, bei ihr konnte man hier drinnen. Hier oben war das, glaube ich, ne? Ja. Bei dem Mr. Handy hier oben konnten wir nämlich auch nochmal Sachen kaufen. Konntest du die immer doppelt absahnen. Ist das ein Pip-Boy? Ich
überhaupt zu glauben, dass du das wirklich isst? Es gibt nur eines, was bei dem Tagout in Kamin im Supersalon bekommt. Gab's doch irgendwie diese Home-Run-Trophäe. Aber ich weiß nicht, wie, warum ich hier rennen musste. Zwei. Drei. Ach, so rum war's. Home Run, Trophäe erhalten. Erziele einen Home Run. Oh, dann haben wir das auch erledigt. Wenn du Probleme machst, wirst du Probleme kriegen. Der in diesen Straßen aufgewachsen ist, der in einer Hütte am Ufer zur Welt gekommen ist, als Kind von Martha und Patrick McDonough. Und ich werde meine Stadt nicht im Stich lassen, nur weil die Presse sich hinterhältige Beschuldigungen einfallen lässt. Gott schütze diese Stadt. Gott schütze die Mauer. Er redet vielleicht auch nicht. Das war schon, oder was? Lass stecken, Mann. Ich hab nichts gesehen, ich hab nichts gehört. Abo. Nicht die Farbe anfassen. Was? Warum? Das ist die Mauer. Der große grüne Wächter, der die bösen Jungs draußen hält. Die Mauer hat noch keiner überwunden. Noch nie. Da können wir wenigstens dafür sorgen, dass sie schön aussieht. Du könntest ein wenig Erziehung gebrauchen. Wie wäre es mit gemeinnütziger Arbeit? Erziehung. Worum geht es? Siehst du die Farbe hier? Es gibt nur einen Ort im ganzen Commonwealth, wo man die kriegt. Bei Hardware Town. Zerstörter Laden nicht weit westlich von hier. Wenn du mir eine Farbdose bringst, gibt's 100 Kronkorken auf die Kralle. Was sagst du? Nur wenn du noch was drauflegst. Ein guter Samariter macht seine Arbeit ohne rumzunerven. 100 Kronkorken und keinen mehr. Alles klar. Farbe besorgen. Ich bin dabei. Verbindlichsten Dank. Der Kurzwurf, der mahnt es nicht, wenn man falschen tut. Und Kronkorken. Steht jedes Mal dran, dass es ihm nicht gefallen tut. Und jedes Mal ist es mir scheißegal. Das Wasser im See muss sauber bleiben. Zwing mich nicht, einen kleinen Stand zu schließen. Jeder Tropfen Wasser, der aus diesem Filter kommt, ist hundertprozentig rein. Warum wird ein aufrechter Geschäftsmann wie ich ständig von den Stadtbehörden schikaniert? Das ist gesundheitsgefährdend, Cheng. Das ist schikaniert. Das sage ich dir. Ich verwalte das Wasser. Und das, ohne dass ihr euch einmischt. Danke vielmals. Du siehst ein bisschen mitgenommen aus. Red am besten mal mit Doc Crocker im Mega Surgery Center. Ich bin ein vielbeschäftigter Mann. Ich habe Dinge zu erledigen und Leute zu treffen. Hallo. Ich kann gerade nicht reden. Ein andermal. Der Cheng Kowalski. Ein vielbeschäftigter Mann ist er. Sympathisch. Und jetzt treffen wir die Legende. Travis aus dem Radio. Da ist er ja. Travis. Diese Radiostation. Nun, die wird auffallen, dass es sonst keine gibt. Hey, Travis. Der redet, glaube ich, erst mit uns die Quest, beziehungsweise wenn wir mit den Bobrov-Brüdern reden. Hey, ich würde ja gerne reden, aber ich habe gerade keine Zeit. Hey.
Habt ihr doch gesagt, dass dein Glück auch nicht ewig anhalten wird? Seine Krawatten. Oh, oh Nick. Oh, oh, oh Nick. Nick Valentine. Ist alles in Ordnung? Wieder ein Verirrter, den der Regen hierher gespült hat. Ich fürchte, du kommst zu spät. Das Büro ist geschlossen. Ich weiß, dass ihr sicher viel zu tun habt, aber es dauert auch nicht lange. Bitte, es ist wichtig. Tut mir leid, ich wollte nicht unhöflich sein. Es ist nur unser Detektiv. Er ist verschwunden. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich ihn finden kann? Er ist während der Arbeit an einem Fall verschwunden. Die Gang von Skinny Malone hat eine junge Frau entführt und er hat sie bis zu ihrem Versteck in der Park Street Station verfolgt. Da unten gibt es einen alten Vault, den sie als Lager benutzten. Ich hab Nick gesagt, dass das eine Falle ist, aber er hat nur gelächelt und ist durch die Tür, wie immer. Wer ist dieser Skinny Malone? Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich weiß, dass er aus Good Neighbor kommt. Das heißt, er ist einer dieser Gangster im Anzug, aber mit Maschinengewehr. Du meintest, Malone wäre aus Good Neighbor? Ja, ist eine üble Gegend. Liegt nordöstlich von hier. Die Mächtigen dort interessieren sich nur für zwei Sachen. Mode und Leute erledigen. Hey, ich würde ja gerne helfen, aber da wäre dieses kleine Problem der Spesen. Keine Spielchen. Ich zahle, wenn du nichts findest, aber nicht mehr als 100 Kronkorken. Das ist die Belohnung und über die wird nicht verhandelt. Ist ja okay. Ich werde ihn finden. Das verspreche ich dir. Danke. Nick ist leicht zu erkennen. Er hat sich für diese Trenchcoat- und Hutnummer entschieden. Bitte beeil dich. Juwel des Commonwealths abgeschlossen. Alles klar. Sei mein Valentine. Finde Nick Valentine. Bingo. Robco Fun 7 enthält das Holoband-Spiel Zeta Invasoren. Ich bin überrascht, dich jemanden lesen zu sehen. Hast du bei das Holoband bekommen? Future Retro Trophäe erhalten. Spiele ein Holoband-Spiel. Krass. Oh Scheiße. Ich hab die Kuh getroffen. Getroffen. Oh mein Gott. Ich höre ja schon auf. Das ist aber ganz lustig.
Das war... So, wir machen dann hier in der nächsten Folge weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Haut rein. Euer Worldgamer YouTube. Ciao.